Und somit willkommen zurück zu Link to the Past hier in der Game Boy Advance Version. Level 4, Drachenstatue. Let's go. Letztes Mal Level 3 abgeschlossen. Level 2? Nicht so ein Ding. Das muss dann bewandelten Nasen. Ich sollte wohl den Spiegel ablegen. Wäre, glaube ich, besser. Ja, aber Bomben. Karte direkt schon, okay. Können wir unten lang laufen? Ah, Geheimnis hier noch, ja. Rechts können wir wahrscheinlich auch lang. Und so kleine Geheimwege hier. Aha. Da geht's auf jeden Fall runter. Nee, Tour, ah, die ist oben. Erstmal irgendwie hochkommen, so. Und direkt hier den Kompass. Schön. Da war direkt drauf? Ja, so gut ist es gar nicht mehr. Wir müssen einfach noch oben erstmal. Okay, da geht's unten runter. Und dann da oben. Blöd, wenn man die nicht sieht. Okay, hoch. Ah, scheiß Feuer. Oh, interessant, aber wir haben eine Fee. Stimmt. Ein Feenstaub. Und weiter geht's. Wir brauchen einen sogar großen Schlüssel. Herzebombe? Weil es gibt hier. Okay, wir können hier wieder runter, wenn da hoch und so weiter. Fläche nach links. Ja, das geht. Jetzt oben links, ja, das heißt, hier müsste noch vielleicht eine Truhe sein. Ja, da. Nee, hier gibt es noch ein paar Rubine. Mhm. Das heißt ja noch nichts. Jetzt hier nichts mehr. Also muss hier noch irgendwo auf jeden Fall eine Truhe sein. Jetzt hier hoch. Und dann da rechts. In dem Bereich eine Truhe. Und hier runter nicht. Und wenn irgendwo oben. Da ist eine geheime Wand links. Na, schauen, wie wir da hinkommen. Hier schon mal ein Nierenkönzel. Okay. Das bringt mir nichts weiter. Das ist auch eine geheime Wand. Ah, okay. Das heißt von links. Okay, sehr gut gemacht.
Obwohl, das war jetzt sogar ganz falsch. Rechts brauchen wir Schlüssel. Hier kommen wir nicht durch. Ich glaube nicht, dass wir den Gegner kriegen müssen. Okay. War also doch nichts hier. Weitere Keime wandt sich jetzt nicht. Wir müssen mal gucken. Ich habe jetzt keine gesehen. Na, hier war ja nix. Hä? Und hier war eine Truhe. Hier so direkt der Eingang, da ist eine Truhe rechts. Ah, müssen dann wahrscheinlich von rechts kommen, okay. Du. Ja, hoch, dann rechts. Gehen wir runter. Dann irgendwo links einbiegen. Ja, sehr geil. Und hier haben wir den großen Schlüssel. Sehr cool. Na. Das war riskant gerade. Wir müssen nach links. Einfach Pferd hier. Kleinschlüssel jetzt. Okay, habe ich Kleinschlüssel. Ach, oben ist schon was. Da ist noch keiner da. Fake-Tür hier. Ein Raum. Zack. Ein Herz. Wir finden hier viele Bomben. Nicht, dass wir die sogar noch brauchen. Erstmal links. Nein, ich wusste es. Ich wusste, dass ich da sterbe. Oh Mann, hier ist wieder so laut. Schön. Wir sehen uns an der Stelle wieder. Let's go. Okay, wir sind wieder an der Stelle. Ich muss auf jeden Fall irgendwo einen Schalter umlegen, der sich sogar hier befindet. Ja, ich gehe jetzt mal hoch, weil da ist ein geheimer Raum. Ja, es gibt so wie nach oben. Okay.
wissen ja jetzt, wo wir den Schalter finden. Ja. Da geht's durch. Da können wir durch. Bombe, ja, wir brauchen hier sehr viele. Wie ich auch gerade jetzt hier richtig sehe, müssen wir eine Bombe rüberschmeißen. Aha. Was ist der Raum? Über dem Bossraum, oder nicht? Gut, Fall mit diesem Raum fertig. Hier oben ist nichts mehr. Ein KG2 ist auch noch was. Weiß hier noch irgendwas? Nee, ne? Das ist auf jeden Fall irgendein Schild. Natürlich sterbe ich da. Ich bin da schon stehen geblieben, Mann. Okay, in dem Raum sehen wir uns dann wieder. Let's go. Wow. So, wir lassen den erstmal auf blau. Da kommen wir rechts hier nämlich durch. Okay, was ist hier? Ach, der Raum jetzt. Okay. Komischer Raum. Dann geht das auch auf, aber wir können auch hier runter. KG2, da ist auf jeden Fall noch irgendwas. Mhm. Können wir wegnehmen, sehr gut. Links, rechts können wir. Rechts ist großer Raum. Erstmal rechts. Aha. Kerker. Oh, da ist ja eine Dame. Hallo. Und ein Schlüssel. Ich bin dir sehr dankbar. Du hast mein Leben gern. Hält mich nach draußen. Nach draußen? Okay, sehr interessant. Schlüssel, wieso gehe ich da nicht einfach hier rein? Falscher Knopf. Du hast den Titanhandschuh, damit kannst du die dunklen, schweren Steine heben. Vorher nicht von der Stelle zu sehen waren. Okay, nice. Hier nach oben auf jeden Fall noch gehen. Na, die hätte ich auch so geben können. Du scheiß Qualle, Alter. Hier ist jetzt einfach nichts mehr. Also eine fucking Sackgasse. Nö. Hier ist einfach der Tod. Ja, hier, wir einmal in die Runde, okay.
Ach so, komm mal auch ran, wenn man die besiegt einfach. Oh geil. Hier unten haben wir jetzt nichts mehr. Wir haben jetzt Möglichkeit zum Bot zu gehen, oder? Aber das Mädchen will ja raus. Nice, das ist blöd, Alter. Wir können hier noch. Ah, hier ist noch der kleine Raum. Mit Paaren und Bienen. Nein. Ach ja, sind wir hier, okay. Jo. Hier ist nichts, hier ist nur Licht. Ach du Scheiße, das war eine Falle. Ah, das ist viel zu hell. Ja. Nö. Was habe ich denn noch hier? Ja. Das ist jetzt sehr gefährlich, ehrlich, ja. Mit ein halbes Herz soll ich da noch überleben, Alter. Für den ersten Anfang war es gar nicht so schlecht. Wir sehen uns. Mit hoffentlich noch mit vollem Herzen beim Boss. Let's go. Okay, mir fehlen drei, aber jetzt vielleicht reicht das ja. Mal schauen. An der Seite habe ich mehr besser getroffen, Alter. Welche soll dann ausreichen? Komm schon, Boss, komm. Okay. Frage ist, kann ich diese zwei Köpfe jetzt noch besiegen oder nicht? Ich könnte mal vielleicht Feuerstoff versuchen. Natürlich schießen sie so oft, dass ich einfach nicht mehr ausweichen kann. Das ist mir so richtig dumm. Simpel, aber dumm. Let's go. Bitte versuch. Okay, ein Herz fehlt, aber das sollte vielleicht ausreichen. Hopp! Nice. Kann man die Köpfe überhaupt zerstören? Jetzt komm ich mal nicht mal raus, Alter. Einmal getroffen, bis ich komplett getroffen, Alter. Das ist so richtig ekelhaft gerade. Ich guck kurz ein bisschen zurück. Ich will es heute noch schaffen, Alter. Ja, war so klar, Alter. Ja, das war's dann schon, siehst du. So ein Fall.
Ich habe mich einfach zu oft treffen lassen, ey. Schön, Level 4. So, mit Bennett. Na, mit ein bisschen Cheaten. Durchspulen. Aber okay. Du hast mich aus dem Clown der Ungeheuer befreit. Ich bin dir auch ewig dankbar. Als die Weißen den Weg in die Schattenwelt versiegelten, haben die Ritter von Hyrule sie vor dem Angriffen der Monsterhorden beschützt. Die Ritter von Hyrule wurden in ihrem Kampf beinahe ausgelöscht. Bis der letzte in dessen Adern das Blut dieser Ritter fließt. Ist das nicht ironisch, dass der letzte Nachkomme das Potenzial hat, der Held zu werden? Nur du kannst Ganon besiegen. Hast du alles verstanden? Ja. Solange der Weg des Helden zum Triforce führt. Oh, sehr gut. Ja, das heißt, jetzt kommen wir auf 5, 6, 7. Wir haben hier 16 Herz und die restlichen müssen wir mit Herzteilen bemühen. Soll ich auf jeden Fall finden, oder nicht? Ja, wofür ist das jetzt hier? Zack, zack. Einfach so. Okay. Gehen wir mal hier raus. Ne, aber die Wahlsage rein brauchen wir gar nicht. So, ich schau mal auf die Karte 5, also 6 und 6 an Sumpf, wie es aussieht. Keine Wüste und 7 oben auf den Bergen, ne? Sehr interessant auf jeden Fall. Ich kann ja mal die Oberwelt ein bisschen erkunden. Wenn wir wirklich ein paar Herzteile finden. Am besten in der Lichtwelt als erstes. Ja, die Kathedrale steht doch noch, oder? Nee, geht hier nicht. Ah, das war das. Lädt eine wahre Schönheit. Keine gewöhnliche. Achso, das war das ja. So, wir nehmen mal den Spiegel. Gehen wir zurück in die Lichtwelt. Dann können wir uns hier nämlich schön ausholen. Und beim nächsten Mal geht es dann weiter. Vielleicht erstmal ein bisschen auf der Overworld und dann vielleicht schon so Level 5 mal schauen. Also seid gespannt. Ich bin zuschauen, sagt immer, ich bin halt was für den Chat und ciao.